Hey ja, hier ist der Diebstar. Willkommen zum neuen Projekt. Und zwar spiele ich mit euch die zweite Erweiterung von Darksiders 2. Und zwar The Abyssal Forge. Ja, eine Erweiterung aus dem Jahr 2012. Also ich bin auch im selben Jahr wie das Hauptspiel. Ja, und auch auf Deutsch der Abgrundschmiede genannt. Ja, starten wir zum besten Mal die Kampagne. Ja, wie gesagt, ist aus dem Jahr 2012. Und ist unsere zweite Erweiterung, die wir jetzt hier machen. Weil erst haben wir schon gespielt vor ein paar Wochen. Und ja, machen wir weiter mit dem zweiten, ja, mit der zweiten Erweiterung. Ja, ich würde sagen, es gibt nichts weiter zu erzählen. Außer, dass wir, ja, das Spiel, ich weiß mittlerweile, warum das so schwer war am ersten Erweiterung, weil wir ein Spiel Plus haben. Ja, weil wir ein Spiel Plus haben. Der Abgrundschmiede, durchsuche die Schattenlande. Das ist unsere Aufgabe, es geht hier direkt los. Diesmal gibt's auch mal keine, diesmal haben wir auch nur einen Seelenteiler zur Verfügung. Also gibt's auch nur begrenzte Sachen, wie es aussieht. So, der Abgrundschmiede, du hast ein dunkles Reich betreten, zwischen dem Baum des Lebens und Todes. Seit langem von den Erschaffern versiegelt und vergessen. Das ist also die Hintergrund da halt dazu, der ist irgendwo, ja, aufgetaucht. Du suchst die Schattenlande, die Erschaffer versiegelten diese Lande nicht grundlos. Finde heraus, warum. Das ist unsere Aufgabe. Ja, fangen wir am besten an. Der erste Erweiterung ging ja nicht sehr lange, anderthalb Stunden. Ja, gut. Ist ja so. So, mal gucken. Was haben wir denn hier? Wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Ich renne immer nicht dahin, wo der Weg hin zeigt. wo halt Asche hin zeigt, genau. So hieß der. Ich glaube, da kann man wohl nicht durch. Nein, da kommen wir wohl nicht durch, denke ich mal. Ich denke, wir müssen ja erstmal untersuchen und gucken, ob wir hier was finden. Ja, die Abgrundschmiede, also die Abyssal Forge, auf Englisch bis international. Ja, keine Ahnung, worum es hier geht, offenbar gibt es hier auch keinen Charakter zum Reden, der uns irgendwie einführt. Ist einfach aufgetaucht und jetzt sind wir hier gelandet. Ja, wieder nur als einzelne startbar leider. Finde ich etwas schade, muss ich ehrlich sagen, weil ich hätte es cooler gefunden, das im Hauptspiel zu sehen, irgendwie. Da man halt bei, wenn das so zwischen den beiden Bäumen ist, dass er irgendwie, wenn irgendwo dahin reist, man dann entsprechend da landet. Aber nun ja, ist halt nicht so. So. Okay, wo müssen wir jetzt hier hin? Da gehen wir nicht weiter. Das ist mal klar. Da müssen wir mal da rein können, Ja, wenn wir rein können, wäre cool, aber wir müssen da reinkommen. Um entsprechend, ich dachte, hier wäre irgendwo ein Haltraum gewesen. Tja, wohl nicht. Da können wir wohl rüberlaufen. Jawohl. Ja, soll wohl eher rätsellastiger sein, also nicht so kämpflastig wie der erste. Aber werden wir sehen, ne? Benutzen Sie den Seelenteiler, indem Sie nach unten drücken. Ermöglicht Tod deine Seele in zwei Hälften zu teilen, um die separat zu steuern. Das wissen wir schon. Okay, mal gucken, ob der hier auch länger ist, ob der besser ist. Mal gucken, werden wir sehen. So. Keiner da? Ne, keiner da. So. Okay, mal gucken, was hier und können wir wahrscheinlich dann da rein, vermutlich. So. Wollen wir mal das Ding machen? Das können wir uns wieder auflösen. So. Hat noch gerade so irgendwie reicht. Jetzt geht's hier rein. Jetzt können wir weitermachen und gucken, wo es hingeht. Und was uns hier erwartet in der Abgrundschmiede. Ja, interessanter Name. Die Abgrundschmiede. Was hier wohl geschmiedet wird. So. Okay, sind wir hier. Da kommen wir auch nicht hin. Brauchen wir eine Kugel. Ne, brauchen wir so einen Wächter, so einen Typen. Und eine Kugel da hier, die hinten ist. Ja, vielleicht auch das. Vielleicht auch das. Oh, den nehme ich natürlich mal mit. Den Heiltrank. Da sage ich nicht nein zu. Eisenschneise. Aha. Unmöglich. Nix ist unmöglich. Toyota. Ja, muss auch mal wieder sein. Ne? Lange her. Für euch, für mich nicht. Ja, so sieht's aus. So, hier müssen wir. Aha. Ja, müssen wir wohl oder übel
so ein Ding nehmen. Da können wir gar nicht so weit noch weglaufen. Ja, haha, das reicht mir gar nicht. Aber wir können uns ja, wir können uns ja mal, haben wir ein bisschen mehr Spielraum, so. Dann kann er ja hier durch, so. Er müsste jetzt ein bisschen mehr Platz haben, um hier rumzulaufen. Ja. Ja, am Rande der Bewusstsein, wie ich es sage. Am Rande des Bewusstseins, so, wird total, als wäre er betrunken. Ah, ja. So. Was macht das? Aha. Wo ist das? Ist ja gut zu wissen, aber. Ach Gott, man hätte auch einmal da lang gehen können. Ja, hätte das vorher mal gesehen, dann wäre es halb so schlimm gewesen. Aber. Ja. Ja, wenn wir hochgehen können, naja. Frag mich, wo haben wir das jetzt geöffnet? Keine Ahnung. Wir können ja hier hoch. Ja. Jetzt wo ich es weiß. Ist es ja nicht so schwierig. Ist hier irgendwas? Ne. Da geht's nicht weiter. Aber wo war denn das jetzt? Hm, mal schauen. Wo wir hier so landen. Irgendwo muss es ja hingehen. Ne, da ist nur Suppe. Also ungesunde Suppe. Müssen wir aber hier wieder zurück, kann das sein? Nee. Hä? Wo waren das dann? Irgendwo noch einen zweiten Schalter geben, aber wo ist der? Ja, hier darf man bestimmt nie rein. Wo ist jetzt das Ding aufgegangen? War eine gute Frage. Asche, was siehst du? Wo führt der uns hin? Muss da hin? Ja, wie komme ich da hin? Gute Frage, wie komme ich da denn hin? Wie komme ich da jetzt hin? Ich weiß es nicht. Es war aber doch kein zweiter Schalter, oder? Hier war doch gar nichts. Oder hier? Ach, hier oben, ja. So. 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 Okay, schafft er das? Nee. Schafft er nicht ganz. Aber sollte das eigentlich so gesehen nicht mehr Problem sein. Weil der kann ja hier hoch einfach. Ist ja da nicht so weit. So. Okay. Oh, keine Ahnung, müsste das ja gehen. So, dann müssen wir hier genug Platz haben, ja. Oh, was für ein Schwach. Das war jetzt schwach. Komm her. Ja, roll doch einfach. Na, will er nicht? Na, jetzt geht's. Ja, wollte er eben nicht, aus irgendwelchen Gründen.
ja, kaputt machen. Hab den Drang, das kaputt zu machen. So. Kann ich jetzt reinrollen. Muss ich ja mal jetzt dann drüber rollen. Ah, niemand. Jetzt geht's da weiter. Ja, schön. Na, sieht auch nicht ganz so sicher aus hier, aber passt schon. Kommen wir endlich weiter. Ich hab noch keinen Gegner gesehen hier. Ich weiß aber, ob es hier welche gibt, keine Ahnung. Ich denke mal schon. Einen Gegner wird es sicherlich geben. Vielleicht hier zum Beispiel. Ein Besucher. Ich fürchte, mein Haus ist ziemlich un... Sprich deutlich, wenn dir dein Leben lieb ist. So wie... Oh, wie unhöflich von mir. Ich bin ein Schmied, ein Visionär, ein Architekt, ein Bildhauer, Macher von Meist... Und du musst ein Agent der Erschaffer sein. Sie haben mich hier für tausende von Jahren gefangen gesetzt. Jetzt glauben sie, mein Tod wird ihre Schuld mindern. Doch ich vergebe ihnen nicht. Ja, aus irgendwelchen Gründen ist der Hälfte der Look weg, hey, keine Ahnung. Aua. Ja. Au. So. Aua. Au. So. Aus irgendeinem Grund war der Dialog eben nicht ganz, weiß ich auch nicht warum. Komm schon. Irre Schmied. Wäre ich weiter, geh doch weit zurück, verdammt. Ja, das wird so nix hier. Hälfte unserer Dinge ist schon verbraucht. Hat Pistole. Ja, genau. Komm her, weil lad doch nach. Na, wie wird das? Wie kann ich den so platt machen? Dauert zwar länger, aber geht auch. Komm schon. Na, du, ja, kein Problem. So. Ja, ah, jetzt will er doch mal. Ja, du kriegst auch klein. Ja, das ist ja irgendwie komisch, aber funktioniert tatsächlich. Ah, komm doch her, hä? Komm doch her. Ah, jetzt kommt er wieder. So. So. Au, er hat mich nochmal getroffen. Halt doch aus. Warum weißt du nicht aus, wenn ich das sage? Ich habe immer dieselben Probleme wie immer. So. Komm ja nicht weg, ey. Weiter aus. Ah, wie erwischt worden. Ja, lief auch gar nicht gut irgendwie. Ich bin zu langsam gewesen, von wegen Ausweichen. Ja, der Look klappt irgendwie nicht aus welchen Gründen. Hier hängt total immer. Ersparen sich das Gerede hier.
Sag mal. So, komm her. So. So. Ah, zurück. Ach. So. Hui. So, also keine Lust mehr. Wir abwarten. Ich kann wieder runter, runterschießen. Also, haben wir ihn so getroffen. Oh! Bin gestorben, ich bin sofort tot, werden die zurückgesetzt. Ach Gott. Ja, ich muss den doch so bekämpfen, klappt also nicht, so einfach mit der Pistole draufhalten. Klappt leider nicht. Ja, so ein Bug ist da noch nicht, aber die Stimme wohl verbuggt ist. Ui. Ach, da weicht doch nicht aus. Ey, wieso ist er mich? Ey, wieso trifft er mich? Komm nochmal. Ja, zwei sind mir immer. Was? Der zwei tritt mir immer, keine Chance. Ach, sehr gut. Weiter aus, verdammt! Hab ich eben das gemacht, ey! Da komm, du weich doch nicht aus! Keine Chance, mit deinem Gemäck zu kommen, ey! Hab keine Chance, wegzukommen! Wenn er diesen Angriff macht.